OLED oder QLED? Beziehungsweise QD OLED, Mini LED, ULED, NanoCell, Neo QLED oder wie sie noch alle heißen. Im Grunde geht es dabei nur um zwei Arten von Displays mit verschiedenen Technologien. In diesem Video erfährst du, was die Unterschiede sind und was für dich die beste Option ist. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de. Und in diesem Video wollen wir nicht einfach zwei bestimmte Fernseher vergleichen, sondern wirklich die Display-Technologien von Grund auf erklären und dann im Detail vergleichen. Und damit du dann auch mit der richtigen Display-Technologie alle Sender in HD gucken kannst, kommt unser Sponsor des Videos ins Spiel: Vodafone. Die GigaTV Home Soundbox ist aber noch mehr als nur ein TV-Receiver, mit dem du deine Sendungen schauen kannst, wann immer du willst. Mit dem Sound von Bang & Olufsen wird sie nämlich gleichzeitig zum Premium-Smart-Speaker, der eben noch viel mehr kann als der übliche Streaming-Stick oder Kabel-Receiver. Die Box bekommst du bei einem GigaTV-Abo. Und das Beste ist, dass du in Kombination mit Netflix sogar gerade 3,99 € jeden Monat sparen kannst. Egal, ob du es schon hast oder neu dazu buchst. Also geh am besten direkt auf den Link in der Videobeschreibung. Ausgeschaltet sind sich alle Fernseher relativ ähnlich. Und auch wenn man sie einschaltet, ist die Bildqualität von zwei Fernsehern aus derselben Preisklasse auf den ersten Blick sehr nah beieinander. Selbst wenn sie unterschiedliche Panels verbaut haben. Aber wo fängt man an, wenn man jetzt klären will, ob OLED oder QLED die bessere Wahl ist? Grundsätzlich, ich hatte es ja bereits im Intro erwähnt, gibt es zwei Arten von Displays bei Fernsehern. LCD-Displays und OLED-Displays. Alle anderen Begriffe beschreiben Teile des verwendeten Displays oder sind sogar die Eigennamen von bestimmten Herstellern dafür. Ein Prinzip ist aber für alle Bildschirme gleich. Jedes Pixel hat ein rotes, ein grünes und ein blaues Subpixel. Mit diesen drei Grundfarben können alle anderen erzeugt werden. Leuchten alle gemeinsam, ist das für uns weiß. Geht man aber ganz nah ran, kann man wieder die drei Farben erkennen. Bei QLEDs ist die LED-Hintergrundbeleuchtung, wie bei allen LCD-TVs, ganz hinten. Dieses Licht scheint die ganze Zeit und wird durch die eigentlichen Pixel dann so geblockt, dass eben verschiedene Farben und Helligkeiten entstehen. Dafür verantwortlich sind die Flüssigkristalle oder auf Englisch Liquid Crystals. Davon gibt es einen roten, einen grünen und einen blauen, die eben jeweils nur Licht ihrer Farbe durchlassen und davon nur den gewünschten Anteil. So können alle Farben aus diesen drei Grundfarben gemischt werden. Ohne weitere Schichten oder Technologien ist das allerdings nicht sonderlich effektiv und man hätte auch noch kein so gutes Bild. Weit höheren Kontrast können Fernseher erreichen, wenn diese Hintergrundbeleuchtung lokal gedimmt werden kann. Manchmal wird dafür auch der Begriff Full Array Local Dimming oder FALD verwendet. Das funktioniert umso besser, je intelligenter der Dimming-Algorithmus funktioniert und je mehr einzelne Zonen eben unabhängig voneinander angesteuert werden können. Wenn die verwendeten LEDs sehr klein sind und in noch mehr Zonen aufgeteilt werden können, dann nennt man das Mini-LED. Bei einem QLED sitzen davor die namensgebenden Quantum Dots. Diese sorgen für genauere Grundfarben Rot, Grün und Blau im Spektrum des Fernsehers und damit können dann auch noch sattere, leuchtende Farben erzeugt werden. OLED ist die Abkürzung für Organic Light Emitting Diode. Bei OLED-Fernsehern leuchtet dann jedes Pixel selbst und kann somit auch individuell gedimmt werden. Damit ist dann perfektes Schwarz und ein immenser Kontrast möglich. Bei den klassischen OLED-Fernsehern gibt es noch ein viertes, weißes Subpixel, damit diese eben noch heller werden können. Bei QD-OLEDs kommen wieder Quantum Dots für leuchtendere Grundfarben zum Einsatz. Durch die helleren Grundfarben brauchen diese dann auch kein weißes Subpixel. Die genaueren technischen Unterschiede zwischen OLED und QD-OLED haben wir in einem eigenen Video erklärt, das ich in der Infokarte und natürlich der Videobeschreibung für euch verlinke. Damit OLEDs über Zeit keinen Schaden nehmen, dürfen sie nicht zu heiß werden. Gegen das sogenannte Burn-In gibt es aber zahlreiche Präventionsmaßnahmen. Mehr dazu erfahrt ihr natürlich auch in einem eigenen Video darüber. Und es gibt auch bei OLEDs noch weitere Technologien in den Spitzenmodellen. Mit einem Heatsink kann die Wärme besser abgeleitet werden und damit sind höhere Helligkeiten möglich. Das MicroLens Array sorgt dafür, dass noch mehr Licht beim Zuschauer ankommt. Außerdem wird durch die verwendeten Linsen der ohnehin schon wirklich breite Betrachtungswinkel noch weiter verbessert.
Von vielen Herstellern gibt es noch eigene Bezeichnungen für die gleichen oder zumindest ähnliche Technologien. Wenn es dir jetzt nur darum geht, was besser ist, OLED oder QLED, dann geh einfach direkt zum nächsten Kapitel dieses Videos. Mittlerweile wird der Begriff QLED von fast allen Herstellern für die LCD-Fernseher mit Quantum Dots verwendet. Manchmal ist er Teil des Namens, manchmal wird es aber einfach nur erwähnt. Nur LG hat mit den Nanocell-TVs eine etwas andere Technologie. Die sogenannten Nanopartikel sind wahrscheinlich auch nur rote und grüne Quantum Dots. Diese gehören aber nicht, wie bei QLED-TVs, zur Hintergrundbeleuchtung, sondern sie sitzen vor der LCD-Schicht. Der Effekt mit genaueren Grundfarben im Spektrum ist allerdings der gleiche. Fernseher mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung werden bei vielen Herstellern unter Eigennamen geführt. Bei LG, weil wir da gerade noch waren, ist QNED der Name der Nanocell-TVs mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Bei Samsung kann man die Mini-LEDs am Neo in Neo-QLED erkennen. Hisense nennt die Mini-LED-Fernseher OLED. Philips vermarktet die Mini-LED-Serie als The Extra und nennt es dann, genau wie TCL, QD Mini-LED statt einfach nur Mini-LED. Grundsätzlich ist es aber bei allen, außer LG, die gleiche Technologie. OLED wird von allen Herstellern benutzt. Aber für die Unterschiede zwischen den verschiedenen OLED-Panels muss man etwas genauer hinschauen. LG Display, also der Hersteller der eigentlichen Panels, nennt das OLED-Panel mit Microlens Array Meta-OLED-Panel. Bei den Fernsehern von LG Electronics werden diese Begriffe aber nicht mehr verwendet, sondern es heißt Light Control Architecture. Aber auch das nur sehr versteckt. Panasonic und Philips verwenden einfach die Bezeichnung MLA oder Meta. Beim Sony A95L wird das QD-OLED-Panel genau als solches bezeichnet. Bei Samsung werden allerdings verschiedene Bezeichnungen verwendet, von denen keine ein QD enthält. Da es bei Samsung jetzt aber sowohl QD-OLEDs als auch normale OLEDs mit Panel von LG Display gibt, wird es schwierig herauszufinden, welche welche sind. Am einfachsten ist es, ihr schaut einfach bei uns auf der Website nach, welches Panel in welchem Samsung OLED verbaut wird. Bevor ich jetzt OLED, HDR Plus und so weiter aufschlüssel, nur damit es nächstes Jahr schon wieder andere Begriffe sind. Welcher Fernseher letztendlich am besten für dich ist, hängt natürlich von vielen individuellen Faktoren ab. Du hast aber wahrscheinlich eine genaue Vorstellung, gerade was die Größe und den maximalen Preis angeht. Sollte da ein OLED drin sein, ist das im Normalfall die bessere Wahl. Man bekommt einfach die bessere Bildqualität genau dann, wenn es drauf ankommt. Und das ist für die meisten eher am Abend. Man hört oft, dass ein QLED-Fernseher besser für helle Räume geeignet ist. Das betrifft aber eigentlich nur die besten Mini-LED-Fernseher mit zusätzlicher Beschichtung gegen Spiegelungen auf dem Bildschirm, wie bei einem Samsung Neo QLED QN95D oder dem Sony Bravia 9. Diese TVs sind dann aber auch wieder in einer Preisklasse, in der man die besten OLEDs bekommt. Die erreichen dann auch schon Spitzenhelligkeiten über 1500 Nits und sind im Beispiel des LG G4 oder Samsung S95D sogar noch besser entspiegelt als die genannten Mini-LED-Fernseher. Somit sind OLED-Fernseher eigentlich die klaren Gewinner. Wären da nicht die Ausnahmen. Wenn du nach der besten Preis-Leistung suchst, weil dein Budget eben nicht ganz für einen OLED reicht, dann gibt's echt gute, günstigere Optionen, gerade von Hisense oder TCL. Besonders in den Größen unter 50 und über 70 Zoll sind die Preisunterschiede selbst zu den günstigen OLEDs schon immens. Und wenn es um wirklich große Fernseher über 80 Zoll geht, dann wird die Auswahl an OLEDs sehr klein. Und über 90 Zoll auch wirklich extrem teuer. Wenn du jetzt noch mehr Hilfe bei der Entscheidung brauchst oder wissen willst, welcher OLED bzw. QLED für dich die beste Option ist, dann schau mal auf die Links, die wir in die Videobeschreibung gesetzt haben. Da ist bestimmt der ein oder andere hilfreiche dabei. Genauso kannst du natürlich in unserem nächsten regelmäßigen Livestream vorbeischauen. Da kann ich dich dann genau zu deiner Situation individuell beraten. An Angebotstagen, wie jetzt in der Black Friday Woche, bieten wir die Live-Beratung sogar fast täglich an. Aber zu welchem Team gehörst du? OLED oder QLED? Oder wartest du sogar auf eine Technologie, die beiden überlegen ist? Sag's uns in den Kommentaren, ich freue mich wirklich auf den Austausch.
Und wenn du noch tiefer in die Materie einsteigen willst, dann schau mal in dieses Video rein. Und für eine direkte Empfehlung bietet sich das hier.